Willkommen bei Wordconomy. Das heutige Video behandelt die sogenannte Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg. Die Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg ist Teil der Motivationstheorie im Bereich der Personalwirtschaft. Frühere motivationstheoretische Ansätze gingen lange Zeit davon aus, dass die Motivation der Arbeitnehmer einzig und allein monetär, also geldmäßig gesteuert werden kann. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass eine höhere Entlohnung automatisch zu einer Motivationssteigerung und somit zu einer erhöhten Arbeitsleistung führt. Der US-amerikanische Professor Herzberg war hier jedoch anderer Meinung. So entwickelte der Professor die berühmte Zwei-Faktoren-Theorie, die besagt, dass schon ein wenig mehr als nur das Geld die Motivation der Arbeitnehmer bestimmt. Genauer zeigt die Theorie auf, dass zwei gleichwertige Faktoren die Motivation und somit auch die Arbeitsleistung der Mitarbeiter bestimmen, nämlich die sogenannten Motivatoren auf der einen und die sogenannten Hygienefaktoren auf der anderen Seite. Motivatoren können zur unmittelbaren Motivationssteigerung führen, wenn vorhanden, und Hygienefaktoren können wiederum zur unmittelbaren Demotivation führen, wenn nicht vorhanden. Beispiele für klassische Motivatoren wären etwa Lob und Anerkennung, bedeutende und verantwortungsvolle Tätigkeiten sowie die Möglichkeit der Ideeneinbringung. Diese Motivatoren können die Mitarbeiter direkt motivieren und somit zu einer Steigerung der Arbeitsleistung führen. Auf der anderen Seite sind Arbeitsbedingungen, finanzielle Leistungen oder auch ein respektvoller persönlicher Umgang klassische Beispiele für Hygienefaktoren. Anders als die Motivatoren führen diese nicht etwa zur Motivationssteigerung, wenn vorhanden, sondern sind als Motivationsvoraussetzung anzusehen und können somit zu einer Demotivation führen, falls nicht vorhanden. Hieraus kann abgeleitet werden, dass Unternehmen unbedingt darauf achten sollten, die Motivatoren bereitzustellen und die Hygienefaktoren sicherzustellen. Dass das Halten der Balance zwischen den beiden gleichwertigen Faktoren aber in der Realität für Unternehmen nicht so einfach ist, zeigen die folgenden Beispiele. Einerseits könnte das Unternehmen etwa bedeutende und verantwortungsvolle Tätigkeiten im Führungsbereich bereitstellen. Da bedeutende und verantwortungsvolle Tätigkeiten im Führungsbereich für den Erfolg des Unternehmens häufig maßgeblich sind, und hier somit ein hoher Druck herrscht, kann gerade während zeitintensiver und wichtiger Unternehmensprojekte der persönliche Umgang zwischen den Mitarbeitern leiden, da Anweisungen schnell umgesetzt werden müssen und die Kommunikation sehr befehlsmäßig werden kann. Im zweiten Beispiel stehen gute Arbeitsbedingungen etwa in einem Konflikt mit der Möglichkeit der Ideeneinbringung. Gute Arbeitsbedingungen schränken etwa das Erbringen von Überstunden stark ein. Wenn nun aber der Mitarbeiter außerhalb seiner regulären Tätigkeit neue Ideen in das Unternehmen einbringen möchte und hierfür beispielsweise Überstunden leisten müsste, wäre dies aufgrund der Überstundenregelung kaum möglich. Im dritten Beispiel ist der Motivator des Lobes und der Anerkennung nicht mit dem Hygienefaktor der finanziellen Leistungen vereinbar. Wenn nämlich ein Mitarbeiter persönliches Lob im Einzelgespräch mit seinem Chef für seine Tätigkeiten verlangt, kann sich das Unternehmen bei eingeschränkter finanzieller Kapazität nicht darüber hinaus noch erlauben, üppige finanzielle Leistungen für den Mitarbeiter zu erbringen, da Lob und Anerkennung ja bereits in den Einzelgesprächen zum Ausdruck gebracht wurde. Somit zeigt die Zwei-Faktoren-Theorie, dass der angemessene Umgang mit beiden Faktoren für Unternehmen doch sehr herausfordernd sein kann. Dennoch sollten sich die Unternehmen über die Wirkung der beiden Faktoren bewusst sein und diese so gut wie möglich zu erfüllen versuchen. Ich hoffe, dieses Video konnte helfen, das Thema der Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg zu erklären und zu veranschaulichen. Über eine positive Bewertung und ein Abo für weitere Wirtschaftsvideos würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Wordconomy.